Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinarthema, wie Sie Routineaufgaben automatisieren und stets den Überblick behalten. Die Zahlen springen nach oben, freut mich. Ich würde trotzdem mit Blick auf die Uhr schon mal langsam beginnen. Und zwar viele kennen mich vielleicht schon, aber dass wir trotzdem alle auf dem gleichen Stand sind, für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Aline Störk und ich bin neben der Kundenbetreuung eben auch für die monatliche Webinarreihe zuständig und gebe auch an der Stelle gerne einen Ausblick auf das nächste Webinar-Thema. Das findet nämlich im November statt, am 26. und da geht es ums Thema E-Mail-Archivierung. Also generell, was kann Ihnen DocuWare da bieten? Vielleicht arbeiten Sie da auch schon mit der E-Mail-Archivierung und sind da schon Profi, aber dennoch denke ich, macht es Sinn, das Thema auch nochmal aufzugreifen und in der Live-Demo werde ich mich da vor allem auf Connect to Outlook fokussieren. Die Infos zu den ganzen Webinaren oder rund um das Webinar-Thema finden Sie auf unserem DocuWare-Produktblog, aber auch alle bisherigen Webinare landen dann im Nachgang auf unserem YouTube-Channel. Da füllt sich die Playlist auch von Monat zu Monat. Zu unserem Format. Ich zeige Ihnen das Ganze über GoToWebinar und das ist rechts die Ansicht, die Sie bei sich sehen sollten. Und da sehen Sie auch, dass Sie auf stumm geschaltet sind. Das ist einfach aufgrund dessen, dass wir doch einige Teilnehmer hier sind, versuchen wir die Hintergrundgeräusche auf ein Minimum zu halten und wollen aber die Kommunikation nicht komplett stilllegen. Deswegen gerne über das Chatfenster, auch während der Live-Demo, wenn da Fragen aufkommen, gerne das Chatfenster benutzen, Ihre Fragen stellen. Mein Kollege, der Herr Bolin, hat da auch immer einen Blick drauf. Das heißt, im Optimalfall können wir das schon während dem Webinar klären, wenn die Frage noch dann im Zusammenhang bei der Live-Demo dann steht. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, ein Handzeichen zu geben. Das benutze ich immer sehr gerne, um einen kurzen Soundcheck mit Ihnen zu machen. Es wäre super, wenn Sie die Hand heben könnten, wenn Sie mich klar und deutlich hören, damit ich da Feedback bekomme. Alles klar, das sieht gut aus. Dankeschön. So, das soll es auch schon vorab zum Organisatorischen gewesen sein. Mit Blick auf die Agenda, wir haben heute unser Routineaufgaben-Automatisieren-Thema. Und da möchte ich Ihnen natürlich zeigen, wie wir das genau mit DocuWare umsetzen möchten. Also wie wir Ihnen da helfen können, Automatismus reinzubringen, Struktur reinzubringen, damit eben nichts mehr unter den Tisch fällt. Größter Teil ist wie immer die Live-Demo, weil ich denke, da können Sie am meisten von mitnehmen, von lernen und dann am Schluss noch die Anwendungsbereiche, dass Sie sich einfach eine Vorstellung machen können, wo Sie das Ganze nutzen können, also in welchen Bereichen es Ihnen weiterhilft. Und dann zu guter Letzt haben wir auch am Schluss noch Zeit für Ihre Fragen. Also falls während der Live-Demo noch Fragen offen sind, greifen wir das alles nochmal in Ruhe auf. Ja, tägliche Büroaufgaben strukturieren mit DocuWare. Das handhaben wir hier anhand unserer Listenfunktion. Das sehen Sie jetzt auf der rechten Seite. Da sind nämlich die Listen auch schon aufgeklappt. Also Sie sehen hier auf einen Blick, Sie können hier beliebig viele Listen anlegen mit DocuWare. Und im Endeffekt ist die Liste nichts anderes als eine verborgene Suche. Also Sie definieren, wie diese Suche im Hintergrund ablaufen soll. Und wenn Sie dann eine Liste öffnen tatsächlich, dann bekommen Sie eine Ergebnisliste, wie Sie hier auch rechts auf der Seite sehen. Das heißt, die Liste wird im Hintergrund durchgeführt und die gefundenen Dokumente werden Ihnen in einer überschaubaren Ergebnisliste angezeigt. Wichtig auch an der Stelle nochmal fürs Verständnis, diese Suche, also diese Liste, wird immer anhand der gleichen Suchkriterien durchgeführt. Und dadurch, weil sie auch immer auf die Indexkriterien im Archiv zugreift, ist diese Liste immer aktuell. Das heißt, wenn Sie mit dieser Listenfunktion arbeiten, wissen Sie hundertprozentig, dass Sie immer auf dem aktuellsten Stand sind. Zum nächsten Punkt, da haben wir uns gesagt, es ist sehr, sehr praktisch, weil Sie sind ja vielleicht nicht immer auf der Benutzeroberfläche von DocuWare und haben diese schöne übersichtliche Ansicht vor Augen. An der Stelle haben wir gesagt, es ist sehr schön, wenn wir das auch über E-Mail-Benachrichtigungen nochmal doppelt handhaben können oder sicherstellen können, dass auch wirklich keine Info verloren geht. Das heißt, wir können, sobald eine Neuerung in dieser Liste auftaucht, können wir Ihnen auch per Mail automatisch Bescheid geben, dass etwas Neues vorliegt, dass es Veränderungen gab und Sie so eben auch per Mail, also über Ihr E-Mail-Account zeitnah reagieren können. Nochmal zu unserem Konzept. Wir unterscheiden ja immer zwischen On-Premise-Installationen und der Cloud.
Für die On-Premise-Installation benötigen Sie für diese Listenfunktion unsere Task-Manager-Lizenz. Bei der Cloud ist das in der Funktion, also im Funktionsumfang schon mit dabei. Das nochmal vielleicht vorab, damit da keine Verwirrung aufkommt. Und das ist auch schon die Theorie, die ich Ihnen vorab mitgeben möchte. Wir sind bei der Live-Demo angekommen und ich wechsle meinen Bildschirm. So. Genau, wir sind jetzt hier auf der Benutzeroberfläche von DocuWare direkt und ich habe mich jetzt für mein Szenario als die Frau Peggy Jenkins in der Buchhaltung angemeldet und wir sehen jetzt auf einen Blick, wie diese Listenfunktion uns regelrecht entgegenspringt, weil hier eine rote 4 hinterlegt ist. Die rote 4 zeigt mir jetzt an der Stelle an, dass in den Listen was Neues, ja, Veränderungen aufgekommen sind, einfach neue Dokumente abgelegt wurden. Wenn ich die Listenfunktion öffne, bekomme ich jetzt eine Liste aufgemacht, Rechnungen im Umlauf. Das heißt, ich sehe jetzt, dass 4 Rechnungen sich komplett im Umlauf befinden. Ich kann jetzt aber auch, ich habe ja vorher schon gesagt, wir können beliebig viele Listen anlegen. Das heißt, das haben wir hier jetzt auch gemacht. Die Peggy arbeitet, wie schon gesagt, in der Buchhaltung. Das heißt, sie hat hier sehr, sehr viele Listen zu der Buchhaltung auch zur Verfügung, mit denen sie arbeiten kann. Das finde ich jetzt sehr schön, weil wir haben das jetzt so gestaltet, dass dieser ganze Rechnungsverarbeitungsprozess bei der Peggy Jenkins in verschiedene Listen, also in diese Verarbeitungsschritte der Rechnungsverarbeitung aufgegliedert ist. Das heißt, die Peggy Jenkins sieht jetzt, dass es insgesamt 4 Rechnungen gibt, die sich im Umlauf irgendwo befinden, an welcher Stelle auch immer. Und darüber hinaus sieht sie aber genau, wo diese Listen liegen. Liegen die jetzt in der finalen Prüfung? Liegen sie in der Prüfung durch den Besteller? Also haben wir hier einen mehrstufigen Freigabeprozess oder wo auch immer. Also sie hat hierüber einen sehr, sehr schönen Überblick über die Listen. Und hier können Sie auch beliebig viele Listen nebeneinander öffnen. Das heißt, Sie bekommen dann so einen zusätzlichen Reiter, der Ihnen angezeigt wird. Und über das Doppelklick oder über den Doppelklick können Sie dann das Dokument im Flur tatsächlich dann auch sehen. Das ist jetzt eine sehr überschaubare Ansicht der Listen, also da hält sich es jetzt wirklich in Grenzen. Wenn Sie das aber auch personalisieren möchten, also genau diese Ansicht, die Sie hier sehen, dann arbeiten wir an der Stelle mit dem Profil, also mit der Profil- und der Einstellung der Peggy Jenkins. Ich gehe jetzt an der Stelle tatsächlich nur auf den Reiter Listen ein, weil das ist das, wo ich hin möchte, worauf ich hinaus möchte, weil wir sehen jetzt an der Stelle, die Frau Peggy Jenkins hat viel mehr Listen zur Verfügung, die sie sich aber je nach Bedarf ein- und ausblenden kann. Das machen wir dann über das Auge, also über unsere Augenfunktion. Das heißt, ich kann mir jetzt jederzeit Listen einblenden lassen oder auch über diesen Pfeil, den Sie hier sehen, mir verschieben. Speichern und schließen. Überträgt sich das Ganze dann und ich habe hier jetzt tatsächlich auch schon die 2 Listen, die ich eingeblendet habe, nämlich meine Listen vom Dokumentenpool angezeigt. Ich habe gesagt, die Liste ist wie eine verborgene Suche. Zum Thema Suche, wir können uns auch selber Suchen anlegen, also beziehungsweise neue Listen anlegen nach unserem Bedarf. Das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Dazu switche ich einmal ganz kurz zur Suche und suche jetzt in meinem Archiv-Dokumentenpool. Wir sehen ja auch, wir haben hier mehrere Dokumente abgelegt. Ich kann hier nach der Art des Dokumentes filtern und wähle an der Stelle jetzt Verträge. Das reicht mir an der Stelle schon. Ich kann diese Suchmaske natürlich viel detaillierter ausfüllen, wenn ich denn möchte. Gehe ich auf die Suche, sehe ich jetzt, ich habe 6 aktive Verträge in meinem Archiv abgelegt. Und wenn das jetzt eine Suche ist, die ich sehr, sehr häufig benutze, täglich oder stündlich, je nach Bedarf, kann ich mir die auch abspeichern als eine Liste, indem ich hier oben auf die 3 Punkte gehe. Das heißt, ich habe hier zu dieser Ergebnisliste noch mehrere Optionen zur Verfügung, nämlich auch diese Liste als, also andersrum, diese Suche als Liste speichern. Wenn ich das jetzt mache, bekomme ich ein Fenster angezeigt, das mir sagt, gib dieser gespeicherten Suche doch bitte einen Namen. Das mache ich an der Stelle jetzt mit aktive Verträge und ich gehe auf Speichern. Und wenn ich jetzt nochmal zu meiner Listenfunktion rübergehe, und diese öffne, sehe ich tatsächlich, dass es mir auf diesem einfachen Weg eine neue Liste angelegt hat.
zu den aktiven Verträgen, die wir gerade im Unternehmen haben. Wie Sie vielleicht gesehen haben, da ist jetzt so ein Müllkorb dahinter. Das liegt daran, dass die Peggy sich das jetzt über die Suche selber erstellen kann. Das ist ihre Suche, die sieht sie. Die hat sie keiner anderen Person freigegeben, sondern das ist ihre persönliche Suche, mit der sie eben gerne arbeiten möchte. Das heißt, diese kann sie jederzeit löschen im Vergleich zu den Listen, die wir hier sehen, weil die wurden ihr nur freigegeben zur Bearbeitung. Also diese kann sie nicht im Kern, kann sie diese nicht bearbeiten oder löschen. Das ist der Unterschied zwischen diesen zwei Listen. Dann eine Sache möchte ich Ihnen auch noch gerne zeigen. Dazu gehen wir mal auf den Desktop. Das Schöne ist nämlich, Sie können diese Listen auch verknüpfen, also eine Verknüpfung erstellen. Denn wir haben hier dieses Zeichen. Und mit diesem Zeichen können Sie einfach per Drag and Drop die Liste auch auf den Desktop ziehen und könnten auf diesem Weg auch mit Doppelklick, es öffnet sich wieder DokuWare in einem neuen Fenster, wie Sie sehen, auf diesem Weg direkten Zugriff auf diese Liste bekommen. Das funktioniert jetzt tatsächlich nicht nur auf dem Desktop, sondern wir können das auch in Outlook machen. Dazu öffne ich mal noch Outlook. Ich möchte das so, genau. So. Das heißt, wir haben jetzt auf der linken Seite haben wir Outlook offen und rechts unser DokuWare-System. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, diese Listen, unsere DokuWare-Listen auch mit Outlook zu verknüpfen. Und zwar, Sie sehen hier unten diese Symbole hier. Wichtig ist, dass Sie hier die Verknüpfungen eingeblendet haben, also diesen Pfeil hier. Wenn der bei Ihnen nicht angezeigt wird, können Sie das ganz einfach über die Navigationsoptionen nach oben schieben, weil hier nun mal limitierte Symbole nur angezeigt werden. Das heißt, wichtig, dass der bei Ihnen eben recht weit oben ist, damit er angezeigt wird und so der Weg für Sie kürzer wird. Wenn ich nämlich auf die Verknüpfung gehe, sehen Sie jetzt hier links, dass ich hier die Möglichkeit habe, direkt in Outlook meine DokuWare-Listen zu verknüpfen. Und wie einfach das geht, kann ich Ihnen jetzt anhand ein paar Sekunden zeigen. Das ist nämlich der gleiche Weg wie auf dem Desktop. Sie ziehen diese Verknüpfung auf Ihre DokuWare-Listen. Dann haben Sie hier jetzt dann erstmal noch diesen Pfad von dem Browserfenster. Aber mit Rechtsklick und Verknüpfung umbenennen, können Sie das Rechnungen im Umlauf genau identisch wie Ihre Liste in DokuWare nennen und haben Sie dann in Outlook drin. Das ist, finde ich, sehr, sehr praktisch, weil wenn ich jetzt auf die Liste gehe, bekomme ich das direkt in Outlook angezeigt, also meine DokuWare-Ergebnisliste. Und mit Doppelklick kann ich auch direkt das Dokument öffnen und weiter bearbeiten. Also Sie sparen sich an der Stelle wirklich nochmal sehr viel Zeit, wie ich finde. Ich habe es erwähnt, wir haben auch dieses automatische E-Mail-Benachrichtigung. Also wir können auch das einrichten und mit den Listenfunktionen verbinden. Das ist nämlich jetzt beispielsweise genau das, was hier jetzt eingetroffen ist, dass Sie eine automatische E-Mail-Benachrichtigung von DokuWare bekommen, die Ihnen eben nochmal sagt, hey, da sind jetzt neue Eingangsrechnungen im Archiv, bitte prüf doch, dass die rechtzeitig bearbeitet werden, um Skontofristen einzuhalten oder Sonstiges nochmal abzusprechen. Also einfach hier auch nochmal, um Ihnen Feedback zu geben, da ist was Neues im Archiv, bitte zeitnah prüfen. So, das war's an der Stelle jetzt mal vorab. Wir wollen uns das Ganze auch noch ein bisschen von der Konfigurationsseite anschauen. Dazu muss ich allerdings zum ersten Mal den Benutzer wechseln, weil wir gesehen haben, die Peggy hat zwar Zugriff auf die Buchhaltungslisten, aber sie kann sie eben nicht bearbeiten und erst gar nicht löschen. Das heißt, wir brauchen hier wirklich mehr Berechtigungen und das funktioniert jetzt in meinem Szenario über den Administrator. Das heißt auch hier wieder auf die DokuWare-Benutzeroberfläche und hier gehe ich jetzt an der Stelle in unsere Konfigurationen rein. Und dann werden Sie auch gleich sehen, wieso das eben Sinn macht, das mit dem Administrator zu machen, weil der eben in meinem Fall alle Berechtigungen hat, die es gibt. Und für
also für das Anlegen der Liste brauche ich tatsächlich auch den Zugriff auf das Archiv, also an sich auf den Kern Ihres Dokumentsystems. Genau. Das heißt, wir brauchen die Dokumentenspeicherung und wollen direkt in die Archive rein, um das uns anzuschauen. Auf den ersten Blick sehe ich jetzt, was für Archive ich überhaupt angelegt habe, also eine Übersicht. Und ich gehe jetzt weiter für mein Szenario tiefer in das Archiv der Buchhaltung rein. Habe hier an der Stelle erstmal einen allgemeinen Tab, wo ich ein bisschen ein Farbenspiel gestalten kann, die Archive voneinander abgrenzen kann anhand der Farben, die Volltextsuche aktivieren kann, Versionsmanagement aktivieren kann. Und dann haben wir eben die Datenbankfelder. Die Datenbankfelder sind sehr, sehr wichtig, weil Sie anhand dieser Felder Ihre Dialoge zusammenbauen. Also Sie definieren anhand der Datenbankfelder, wie Ihre Suchdialoge aussehen sollen, wie Ihre Ablagedialoge aussehen sollen und so weiter. Und eben auch die Listen, wie die Listen gestaltet sind. Das läuft alles über die Dialoge. Auch hier gehe ich tatsächlich jetzt nicht auf jeden Reiter im Detail ein, sondern gehe wieder zu meinen Listen, weil das mein heutiger Fokus ist. Und hier sehen Sie jetzt, für das Buchhaltungsarchiv haben wir all diese Listen angelegt. Das sind auch all die Listen, die der Peggy eben zur Verfügung gestellt wurden, weil klar, sie arbeitet in der Buchhaltung, sie soll damit arbeiten. Und an der Stelle gehe ich jetzt mal ein bisschen näher in eine rein, damit wir uns eine Vorstellung davon machen können, wie das Ganze angelegt wird. Sie sehen jetzt, das Ganze ist tatsächlich anhand von drei Tabs schnell einstellbar. Sie fangen an, der Liste einen Namen zu geben. Und dann fängt es an mit der Definition der Abfrage. Also wie wollen Sie denn diese verborgene Suche im Hintergrund, wie wollen Sie die denn durchführen? Und da haben wir einmal die Option, über den Regeleditor zu gehen. Und wir haben aber auch noch die SQL-Anweisung. Die ist jetzt an meiner Stelle ausgegraut. Das ist auch tatsächlich so, dass SQL-Anweisung nur bei On-Premise-Installationen funktioniert. Das ist einfach eine Möglichkeit, komplexere Abfragen zu machen. Ich möchte an der Stelle wirklich meinen Fokus auf den Regeleditor setzen, weil der für die Cloud eben dann auch am relevantesten ist. Regeleditor meint dieses und oder. Und anhand dieses Editors können Sie sich eben bestimmte Kriterien zusammenbauen. Und für die Liste, also für die Rechnung, die sich jetzt in der sachlichen Prüfung befinden, brauchen wir lediglich zwei Kriterien. Und zwar nehmen wir Art des Dokumentes. Also wir wollen, dass dieses Dokument eine Rechnung ist, die eingeht, um dem Kriterium Eingangsrechnung in sachlicher Prüfung zu entsprechen. Und, das ist jetzt wichtig, weil es soll neben der Rechnung, soll es eben nochmal ein Kriterium erfüllen, nämlich der Status soll ist gleich in sachlicher Prüfung oder sachliche Prüfung gestartet sein. Wenn diese zwei Kriterien erfüllt sind, soll das Dokument im Archiv in dieser Liste angezeigt werden. Und hierüber können Sie sich diese Abfrage eben nochmal komplexer, nochmal umfangreicher einstellen. Ergebnis, das ist dann unser zweiter Tab. Ergebnis meint dann die Ergebnisliste, die Ihnen angezeigt wird, wenn Sie die Liste öffnen. Auch hier haben Sie freie Wahl, wie umfangreich diese Ergebnisliste bei Ihnen sein soll, was für Infos Sie brauchen, wenn Sie damit arbeiten. Hier arbeiten wir wieder wie vorher. Wir können über die Augen hier alles ausblenden, was wir nicht brauchen. Einblenden, was wir brauchen und natürlich auch über den Pfeil die Reihenfolge verändern. Der Unterschied zwischen dem Ergebnis, also der Ergebnisliste und dem Indexdialog ist jetzt der, dass Sie im Ergebnis in Ihrer Liste vielleicht weniger Informationen angezeigt haben möchten, wie im Indexdialog hinterlegt sind. Wenn ich jetzt den dritten Reiter aufmache, sehen Sie, dass der Indexdialog viel umfangreicher, viel komplexer ist. Und da haben Sie eben die Möglichkeit, im Ergebnis, wenn Sie mit dem Dokument arbeiten, brauchen Sie gar nicht so viel Information an der Stelle. Weil Ihnen diese Information, die Sie hier sehen, die reicht Ihnen vollkommen. Aber dennoch ist es schön, dass dieses Dokument eben viel mehr Information im Hintergrund noch angehängt hat. Und das ist der Unterschied zwischen diesen zwei Reitern. Das ist jetzt eine recht überschaubare Liste. An der Stelle möchte ich auch gerne eine mit Ihnen zusammen erstellen. Ich möchte nämlich für meine Buchhaltung noch ein bisschen die
die Fälligkeiten noch besser darstellen und nenne meine neue Liste jetzt einfach fällige, ups. Ja, also, genau, fällige Rechnung, also die Rechnung, alle Rechnungen, die in 14 Tagen fällig sind. Auch hier arbeite ich wieder mit dem Regeleditor und greife jetzt wieder, deswegen sind die Datenbankfelder so wichtig. Also hier habe ich jetzt Zugriff auf alle Datenbankfelder, die ich mir vorher angelegt habe. Auch hier wieder Art des Dokuments. Ich möchte wieder, dass es eine eingehende Rechnung ist. Und jetzt sage ich aber, zusätzlich arbeite ich jetzt noch über das, also nicht über den Status, sondern über das Fälligkeitsdatum. Und sage jetzt, das Fälligkeitsdatum soll doch bitte in den nächsten, aus den Monaten mache ich noch Tagen, in den nächsten 14 Tagen stattfinden. So, da wird sie mir auch schon angezeigt. Wenn ich diesen Tab weiter nach hinten gehe, sehe ich jetzt hier bei Benutzer, bin jetzt nur als, also ich als Admin hinterlegt, weil ich die Liste jetzt erstmal für mich selber, ich habe es jetzt gerade erstellt und noch mit niemandem geteilt. Das können wir natürlich noch viel feingliedriger einstellen, indem ich auf dieses Männchen gehe. Und hier, viele werden das Fenster schon kennen, habe ich jetzt eben die Möglichkeit, auf Benutzerebene diese Liste noch mit weiteren Personen zu teilen oder auch mit Rollen zu arbeiten. Also, dass sie Rollen definieren im Sinne von ganze Abteilungen, denen sie es freigeben oder eben bestimmte Tasks, bestimmte Aufgaben wie Fälligkeit prüfen, dass das eben auch als Rolle definiert wird mit Berechtigung. Und wichtig an der Stelle ist, dass Sie das Ganze speichern, sonst ist es nämlich nicht übernommen. Und wenn ich jetzt auf meine Benutzeroberfläche gehe und einmal aktualisiere, das ist nämlich auch wichtig, damit die Information, also die Einstellung übernommen wird, kann ich nochmal die Listenfunktion aufmachen und die neue Liste anschauen. Um Ihnen Überblick zu geben, auch im Hinblick auf die Anwendungsbereiche, ich bin jetzt hier als Admin angemeldet. Das heißt, nicht erschrecken, wenn ich jetzt die Listen aufmache. Das ist einfach, an der Stelle möchte ich Ihnen zeigen, was denn alles möglich ist mit dieser Listenfunktion. Nämlich das, dass wir für verschiedene Bereiche Listen anlegen können. Also wir können Listen anlegen für das Personalmanagement, also dass wir sagen, wir legen hier Listen zum Krankenstand an, wie viele Urlaube gibt es denn, also genehmigte Urlaube oder wie viele verfügbare Urlaubstage, Probezeitthemen, aber auch so, dass befristigte Verträge, unbefristigte Verträge abgebildet werden können. Dann gehen wir mal weiter auf das Thema Onboarding, also alle offenen Stellen. Dieser Onboarding-Prozess können Sie schön anhand der Listen darstellen. Das sind dann die Listen, die wir schon kennen, nämlich die Buchhaltung, die auch mit der Peggy geteilt wurden, dass dieser Rechnungsverarbeitungsprozess, jeder Schritt des Rechnungsverarbeitungsprozesses in Listen dargestellt wird. Der Dokumentenpool, da haben wir auch dann das wichtige Thema Vertragsmanagement, Kündigungsfristen. Wiedervorlage. Also das sind alles Themen, die können Sie wunderbar mit der Listenfunktion darstellen. Und da ist jetzt tatsächlich auch unsere neue Liste, nämlich wieder die Liste für die Buchhaltung mit den fälligen Rechnungen in 14 Tagen. Das war es jetzt auch schon zur Live-Demo. Ich springe noch mal ganz kurz in unsere PowerPoint zurück und runde das noch mal ab. Ich habe Ihnen schon ein paar Anwendungsbereiche genannt. Dennoch gehen wir das nochmal im Detail durch. Also was ich Ihnen übermitteln möchte, ist, dass Sie wirklich diese kleinen Aufgaben auch mit großer Effektivität erledigen können, dass Sie Informationen sehr einfach und bequem abgleichen können anhand der Listenfunktion. Das Thema Änderungen. Auf diesem Weg haben Sie alles transparent und strukturiert für Sie auf einen Blick verfügbar. Und dadurch können Sie eben auch zeitnah reagieren, weil Sie es nicht übersehen können. Klar, Kündigungsfristen, das haben wir schon angesprochen. Und eben auch das Schöne, dass Sie ohne diese Suche auf Dokumente zugreifen können, weil die Liste Ihnen eben genau das mit einem Klick zeigt, was die Suche eben auch macht. So, dann Sie sehen es, Zeit für Ihre Fragen. Falls noch was offen geblieben ist, würde ich mal den Markus bitten, mir Bescheid zu geben, ob es denn noch Themen gibt, die wir aufgreifen können. Wie ist denn da der Stand?
So, jetzt ist gerade noch mal ein, zwei Fragen reingekommen. Die muss ich erstmal noch mal durchlesen, aber ich kann noch mal auf generell auf die ersten Fragen eingehen. Ich glaube, die allererste Frage, die wurde auch schon beantwortet. Da ging es darum, ob wir auch unsere Ergebnislisten anzeigen können aufgrund vom Belegdatum. Ich glaube aber, die Frage hat sich erledigt. Das heißt, um nochmal aufzugreifen, nach allem, was Sie an Indexfeldern vorgeben, nach jedem von diesen Indexfeldern können Sie auch eine individuelle Liste speichern. Ich glaube, das hat die Aline hier sehr gut gezeigt. Dann, ja, jetzt kommen gerade nochmal einige Fragen rein. Zum Beispiel, kann jeder User im System etwas ausblenden? Und wo stellt man die E-Mail-Benachrichtigungen ein? Das kannst du dir vielleicht einmal kurz zeigen noch mit den E-Mail-Benachrichtigungen. Das hängt ja dann auch davon ab, ob wir, ja, geh doch einmal kurz drauf ein. Derzeit lesen wir noch mal die anderen Fragen kurz durch. Das hört sich gut an. Also generell, ich gehe jetzt noch mal. Na, die Peggy macht, brauchen wir jetzt nicht mehr. Sie können sich sehr, sehr viel. Ja, Sie können Ihr Dokuvert personalisieren über Profil und Einstellung. Da können Sie wirklich sehr, sehr viel machen, weil das ist wirklich Ihr Bereich. Also Sie können hier neben den Abwesenheitseinstellungen, den persönlichen Daten relativ viel personalisieren im Sinne von den Briefkörben. Hier haben Sie nämlich die gleiche Ansicht. Auch hier können Sie mit dem Auge arbeiten und mit dem Stern. Der Stern ist dann immer Ihr Standardbriefkorb. Also hier ist wirklich sehr, sehr viel Personalisierung möglich. Also je nachdem, wie viele Listen Sie eben haben. Also ich bin jetzt, wie gesagt, als Administrator angemeldet. Sie sehen, wie viel der da hat. Also je nach Bedarf kann er sich die Listen ausblenden, die er momentan nicht braucht, damit es halt einfach trotzdem überschaubar ist und Sie Spaß damit haben, Spaß haben, dran mitzuarbeiten. Und das gleiche eben auch für die Suche. Also hier können Sie, in diesem Bereich können Sie wirklich für sich persönlich Ihr Dokuvert personalisieren, so wie Sie das gern möchten. Ich hoffe, das beantwortet schon mal die erste Frage. Die E-Mail-Benachrichtigung, da bin ich tatsächlich jetzt weniger drauf eingegangen. Guter Punkt. Das läuft auch über die Konfigurationen. Ich gehe nochmal zurück auf die Startseite. Und zwar über diese Zusammenarbeit hier. Also ich halte es jetzt an der Stelle ein bisschen kurz. Falls es nicht ausreichend sein sollte, gerne nochmal im Nachgang auf mich zukommen. Dann führen wir das gerne nochmal aus. Hierüber arbeiten Sie bei der E-Mail-Benachrichtigung. Und hier können Sie zum Beispiel auch abonnieren und nicht abonnieren. Also der Administrator hat jetzt gesagt, ich habe es zwar erstellt, aber ich brauche jetzt diese E-Mail. Benachrichtigung nicht immer, weil ich arbeite jetzt nicht in der Buchhaltung. Ich brauche jetzt nicht wissen, wenn neue Eingangsrechnungen eingetroffen sind. Aber wenn Sie in die Bearbeitung reingehen, es ist an sich, wie Sie sehen, der gleiche Aufbau wie bei der Liste. Also auch hier arbeiten Sie mit den Datenbankfeldern und auch hier stellen Sie sich das auf die gleiche Art und Weise zusammen. Und im zweiten Tab haben Sie dann die Möglichkeit, diese E-Mail, also das ist ja dann eben diese Standard-E-Mail, die immer gleich aussieht. Hier können Sie sich die erstellen und eben auch bei Bedarf einen Link zu einer bestimmten Liste hinzufügen. Da gehen Sie dann einfach in das Feld rein und sagen, ich möchte jetzt die Liste verlinken. Genau. Also hier können Sie das dann so einfügen. Und hier können Sie dann auch die Abonnenten regeln. Also Sie können bestimmen, wer davon teilhaben soll, also wer das abonnieren soll oder eben auch nicht. Ich hoffe, das hat schon mal ein bisschen einen Überblick gegeben, was da dahinter steckt. Ja, ich glaube absolut. Die Frage ist jetzt auch sehr oft aufgekommen. Wenn Sie da noch tiefere Fragen haben, können Sie sich ja dann an die Frau Störk auch nochmal wenden. Sie haben ja die Kontaktdaten auch. Jetzt gibt es noch mit einer, eine Frage war gerade noch, und zwar eine Liste zu erstellen aufgrund einer Volltextsuche, einem Wort von der Volltextsuche und gleichzeitig noch mit einem Datum. Ich glaube, wie Sie geschrieben haben, haben Sie da auch selber schon mehr damit gearbeitet. Das müssen wir uns selber auch nochmal genau anschauen, wie man das zusammenbekommen kann. Also generell eine Liste kann man ja auch aufgrund einer Volltextsuche erstellen. Da müssen wir, kann man relativ einfach erstellen. Wie wir das im Zusammenhang mit einem Datum machen, können wir uns gerne nochmal anschauen und da wird dann auch die Frau Störgen auf Sie zukommen. Genau. Genau, und sonst sind gerade keine offenen Fragen mehr. Das E-Mail-Thema war, glaube ich, ein großes Thema. Genau, von dem her, Zeit für Fragen ist der Punkt abgehakt. Sehr gut, vielen Dank, Markus. Falls noch im Nachgang was aufkommen sollte, gar kein Problem. Meine Kontaktdaten stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Ich werde Ihnen die Unterlagen im Nachgang auch nochmal zukommen lassen, weil hier denke ich, dass es an der einen oder anderen Stelle hilfreich ist, nochmal die ganzen Informationen zu bündeln für Sie. Und hier sind dann eben auch die Links direkt hinterlegt, dass Sie dann nochmal nachschauen können und nachlesen können, dass Sie dann nochmal einfach was in der Hand haben dazu. Und dann ganz kurz noch unser tolles Produkttesterprogramm, für die, die es noch nicht kennen. Es ist eine schöne Möglichkeit, Ihre Meinung in unsere Software mit einfließen zu lassen. Teilen Sie sich mit, damit wir uns auch in Ihrem Sinne verbessern können. Deswegen, ich finde das Programm sehr, sehr schön und möchte an der Stelle einfach nochmal ein bisschen die Bekanntheit ein bisschen vergrößern. Das war's von unserer Seite. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, das Thema hat Ihnen gefallen. Sie haben ein bisschen was dazugelernt und würde mich freuen, Sie bei dem einen oder anderen Webinar wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.